Hat schon so ein geiles Feeling. Ich würde mal sagen, Technik. Nee, heben wir sich's auf. Heben wir sich's lieber wieder auf. Machen wir Mission. Let's go. Und weiter geht's. Albion-Kapitel begonnen. Null Toleranz. Ui, da bin ich schon gespannt. Lücken in der Verteidigung, ja dann. Erzähl mal. Hey. Die Chance, Mary Kelly auf Eis zu legen, während sie weiter mit diesen Mikrochips Leben zerstört. Aber fürs Erste haben wir keine Wahl. Ich mach nur mal ganz kurz. Mal kurz die Markierung. Achso, wir haben da wieder ein Briefing, gell? Nein, dann mach gleich eine Schnellreise. Mach gleich eine Schnellreise eine. Na sicher. Weil sonst, jetzt fahren wir dann wieder hier, wieder Ladesequenz. Da sind wir gleich drin und tschüss. Müssen wir da nicht so deppert herum? Rufzeichen. Was ist da los? Hä? Was soll das hier? Ich bin ehrlich. Ich wollte jeden einzelnen von euch töten. Für das, was da drüben passiert ist. Gut zu wissen. Aber ich brauche Hilfe, um Sky Larsons neural kartierte Albträume aufzuspüren. Also dachte ich, hey, das ist die Chance für DedSec, sich zu rehabilitieren. Mein ganz Ohr. Ein schwarzes Taxi hat Fahrerflucht begangen. Ist schon etwas her, aber in den Nachrichten kam es nicht. Was willst du damit sagen? Überleg doch mal, alle schwarzen Taxis in London sind fahrerlos. Durch KI gesteuert. Aber finde ich interessant. Für das, dass ich mich eigentlich gegen sie entschieden habe, ist sie im Endeffekt eh wieder dabei. Hätte ich mir nicht gedacht. Hätte ich mir wirklich nicht gedacht. Wie geht's denn so? Ich hoffe, es ist okay, dass ich mich hier breit mache. Es gibt noch genug Verbrecher. Ich muss noch Fälle abschließen, bei denen du helfen kannst. Sag nichts, ich bin schon dran. Klasse, ich habe Bagley einen Fall geschickt. Er kann dich briefen. Perfekt. Aber aufpassen, nicht, dass die sich eigentlich, einer von den Gegner ist, Alter, und dann tut sie sich auch noch eine hacken. Na, Alter, aber so weit kommt sie noch. Da tust du es retten, dies, das, jenes, Alter, in Wirklichkeit ist sie die Konkurrenz. Gut, reden wir über Albion PMC. Die einzige Organisation, die Entwicklungsländer noch stärker unterdrückt als die britische Regierung. Albion, angeführt von Nigel Kess, Partisanenmedien als charismatischer Visionär, von Amnesty International als Kriegsverbrecher bezeichnet, sollte nach den Anschlägen Recht und Ordnung in der Stadt wiederherstellen. Das ist sowas von verdächtig. Das stimmt. Das sind zwei Gründe, weshalb Kess für uns interessant ist. Wir haben einen. Er heißt Hamish Bulagi. In London geboren und schon mit 14 technischer Stipendiat der Kess Foundation, wobei Kess selbst sein persönlicher Mentor war. Mit 16 entwarf Bulagi Kess erste Drohnenflotte. Kleines Detail. Kess verschob die Veröffentlichung um eine Woche auf Bulagis Geburtstag. Kess ist für Bulagi wohl eine Vaterfigur. Wieso sollte er uns helfen? Sie haben sich nach einem Vorfall im Niger-Delta vor 3 Jahren zerstritten. Menschenrechtsanwälte warfen Kess damals vor, eine Drohnenflotte entsandt zu haben, um ein Dorf, das gegen die Errichtung einer Pipeline protestierte, auszulöschen. Doch die Drohnen hatten zuvor eine Fehlfunktion. Bulagi hatte sie wohl sabotiert. Seitdem ist er auf der Flucht. Tracking-Daten zeigen jedoch, dass er wieder in London ist. Shit, er will sich wohl rächen, auch für die Protestierenden. Der Typ hat Kess Drohnen entworfen. Ich denke, er versucht, Albion zu entwaffnen. Er ist untergetaucht, aber das ist nur eine Vermutung. Doch ein abgefangener Albion-Geheimdienstbericht unserer Freundin Caitlin Lau zeigt, dass auch Kess weiß, dass Bulagi sich in London aufhält. Unser Job ist also klar. Wir müssen Bulagi kontaktieren, bevor Albion ihn findet und ihn überzeugen, dass Kess unser gemeinsamer Feind ist. Der Typ ist unsere Chance, Albion zu stoppen und uns zu rehabilitieren. Und die größte Privatarmee der Welt will ihn tot sehen. Kaum Druck. Kein Druck, überhaupt nicht. Nicht vorrätig. Clan Kelly hat eine Menge Krypto an ein unbekanntes Ziel in Kairo geschickt. Wieder die andere hat irgendwas mit Kronos X zu tun. Die neue Dark Web Designer Droge, richtig? Die Cops wollten die unbedingt von der Straße fernhalten, als sie noch Polizeiarbeit geleistet haben. Ein äußerst süchtig machendes Psychopharmakon mit einer erschreckend hohen Sterblichkeitsrate, das Clan Kelly viel Geld einbringen wird. Ja, und eine Menge an Leuten wird daran sterben. In ihrer Kommunikation tauchen immer wieder die Finsbury New Projects auf.
falls du nachforschen willst. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich konnte den Bereich, in dem wir Hamish Bulagi vermutlich finden, eingrenzen. Ich habe die Koordinaten an deine Optik geschickt. Na dann, let's go. Aus mit uns. Und fahren wir gleich hin. Ich würde nur vielleicht gern kurz schauen. Einen anderen Charakter. Vielleicht einer, der was für eine Frachtdrohne hat. Weil mit einer Frachtdrohne kann man wirklich viel erreichen. Auch wenn vom Aussehen her jetzt nicht so wirklich berauschend ist, aber das machen wir, das machen wir. Aha, okay, ETO. Aha, okay, ja, das ist ja auch gar nicht mehr so zwider. Oder kann ich ihn bearbeiten? Ja, aber nicht in die, in der Hinsicht, dass der jedes Mal eine Frachtdrohne hat. Nee. Ja, wenn dann den Habschi, definitiv. Ach, der hat wenigstens eine gescheitere Waffe, bist du narrisch? Na ja, der gefällt mir schon. Der ist in Ordnung, passt. Den nehmen wir. Ich bin's. Also, sorry, dass ich aufgelegt habe. Hört zu, wenn ihr immer noch etwas bewirken wollt, könnt ihr die 404 Hubs verwenden und Aufträge abschließen. Außerdem brauche ich unbedingt eine Pause von euch. Bis dann. Ja, also, sorry, dass ich da jedes Mal auf Option drück. Ja, die Alte ist aber lustig, gell, weil, die Alte ist lustig. Als erstes, ich hab die Nase voll von euch und dann scheißt ihr auf uns und dann kommt ihr erst recht wieder daher und dann sagt sie erst recht wieder sowas. Moin, Digi. Hä? Die Alte weiß auch nicht, was sie will. Die Alte weiß definitiv nicht, was sie will. Ja, ich nehme gleich mal erst ein Taxi. Taxi! Ja, schon ganz lang her. Nein, sonst krieg ich gleich wieder Urheberrechtsverletzung da, gell? BrokerTech hat heute den offiziellen Start von Daybreak bekannt gegeben. Naja, Wahnsinn. Wahnsinn. Frechheit. Okay. Und das ist das. Wie ist das dann die andere? Ja, das sind die andere Quest, aha. Die ewiges Leben ermöglichen soll. Kunden ewiges auf der Firmenwarteliste unterziehen sich bereits hinter verschlossenen Türen der Prozedur. Laut einer Quelle bei BrokerTech wird das Projekt zu Ehren der kürzlich verstorbenen Gründerin des Unternehmens Skylarsen. Das war knapp. Von mittendrin und durch. Okay, dann doch leider nicht mittendrin. Das war jetzt die Breaking News. Also ist richtig, da so unsterblich oder gibt es anscheinend auch nicht. Alter, ich brauche einen Bums, ich brauche einen Sound. Ich brauche einen Sound hier, das gibt's ja nicht. Wo ist der Sound? Das ist ja eine Kunstautobatterie. Jedes Mal ist das Gleiche. Ich konzentriere mich eigentlich jetzt hauptsächlich auf die Story. Die anderen Charaktere hole ich mir vielleicht nebenbei, weil du hast zum Beispiel auch zeitlich begrenzte Charakter. Wie da zum Beispiel. Da kannst du zum Beispiel auch sehen, welche Stats und so ist. Das würde mich mehr interessieren. Wie die zum Beispiel möchte gern Actionheld mit Granaten, die keine Attrappen sind. Aber ich würde mich jetzt da wirklich gerne mal auf die Story ein bisschen noch konzentrieren, weil wir treffen dann bald Kronk. Wir treffen bald Kronk. Als Schurken. Als Schurken. Na. Der hat mir schon Lego Batman ruiniert. Jetzt darf ich ihn zerlegen. Es ist endlich soweit. Ah, oh, Müsköbler, yay. Was mit einer, hab ich gesagt. Ja, Kronk ist er dabei. Ach, wo ist er da? Alter, der Huren, Alter, ist auch in Cyberpunk, Alter, der scheiß Wichser. No, Alter. Der Glückliche, Alter. Ein Cyberpunk, Alter. Wahnsinn, ist ja Verbrechen, Alter. Wo ist der Neid dabei? Dass ein Großteil seiner Aktivitäten aus diesem Bereich kommt. Ah, ich werde sicher noch dann dazu kommen. Wir uns mal vorstellen. Irgendwann werde ich ihn vertreffen. Laut seinem Heimsicherheitssystem ist Hamish nicht da. Und bevor du auf dumme Gedanken kommst, er hat seine Eingangstür mit einer Reihe von Fallen verbunden, die bei einem Einbruch erst alle seine Daten habe ihn erschossen. Dein Leben auslöschen. Nichts, was in dieser Reihenfolge. So geht sich's. Das nenne ich paranoid.
Mal ehrlich, du bist bewaffnet und versuchst in seine Wohnung einzubrechen. Aber du solltest ins lokale Netz reinkommen und mit Hilfe der Sicherheitskameras seine Fallen deaktivieren können. Verstanden. Alter, der hat zu tiefe Stimme. Okay, durch den Bart passt das. Aber und der Brownie, sagen wir es mal Brownie, Alter, hat die ärgste helle Stimme ever. Jetzt wäre jetzt eigentlich auch einfach die Frachtdrohne aktivieren können, aber ich mach's lieber so. Aber nett hier. Kannst. Oder? Ja, kann man eh kapern, oder? Ja, warte, muss ich mal schauen. Flussmäßig. Ja, ich glaube, oder? Klappt nicht. Könnte es kapern. Na sicher könnte es kapern. Da könntest du die ganzen Boote fladern. Boote! Einmal auf mit uns und tschüss. Wieso ist denn das bitte so färbig, Alter? Bist du das so weh, die an? Pfah! Na, da bin ich jetzt aber gespannt. So, eine in die Olga und tschüss. Ein kleiner Stierdler. Ui. Hier ist alles bis oben hin mit Fallen versehen. Nett. Du könntest die Fallen lahmlegen, wenn du den Strom neu verkabelst. Ich muss sofort aufmachen. Sofort. Ich hol mir mal Frühstück, das ist lustig. Hab jetzt schon wieder einen Hunger, Alter. Das ist der Faschisten, Alter. Deppert geschissen. Ja, die Alte muss aufwachen, ob das geht. Das wird es dann bald auch nicht mehr geben. Das wird es auch bald lang nicht mehr geben, wenn dann wieder die Schule beginnt. Heißt dann wieder früher aufstehen, würde ich mal sagen. Okay, ich bin ja umso mehr gefickt. Also ja, voll, dass du wieder Homeschulung, Alter, du Huren, du. Da tut ja wieder von da aus der Lehrer, Alter, der Huren. Boah, ich glaube, die zuckt gleich mit dem aus. Ja, na, Alter. Tu mal schauen, dass du da irgendwie mal ein bisschen was leisten tust, hä? Gibt's ja nicht. Frechheit. Jugend von heute. Wahnsinn. Tun alle heute nichts mehr. Und ich bin mal wieder der Patient, der was um 4:30 wieder aufsteht. Das ist super. Die Fallen sind entschärft. Das senkt die Wahrscheinlichkeit deines Ablebens, wenn sicher? Du durch die Wohnungstür gehst. Sicher, dass es entschärft ist. Ich denke nur an so irgendeinen Schniedel oder sonst irgendwas und dann sind wir schon fällig. Spring! Todessprung! Really? War das jetzt etwa ein Easter Egg von Assassin's Creed? Das ist ein scheiß verfickter Ernst. Mit der Montur, da hättest du wenigstens ein Kapuzen drüber zahlen können. Für die Frechheit. Auf die Scheiße drauf hin. Na, Alter. Wahnsinn. Frechheit. Wie du noch im Sackerl geschwommen bist, Alter. Bist deppert. Da hab ich sogar noch das Fleisch selber gejagt, Alter. Hab ich selbst geschlitzt und alles. Ein Wahnsinn. Noch eine Bewegung, Chief. Und ich jag diesen Ort samt dir in die Luft. Ruhig, das ist nicht nötig. Wer zur Hölle bist du? Und was machst du in meiner Wohnung? Können wir die Stimme wechseln, das würde ja passen. Denk mehr an Rebellen. Was, Detzek? Ja klar, und ich bin Che Guevara. Du bist erledigt. Che Guevara, Alter, der ist lustig. Hör mir zu. Baby, was? Albion weiß, dass du in London bist. Du musst hier weg. Na, ich liebe Rick and Morty. Also, ich hab verstanden, hast.
Ja. Scheiße, nochmal. Ich hielt mich für vorsichtig. Ich hab der Idiot, Hamish. Also, Pipi geil. Ist jetzt schlimmer als Pipi geil. Gerade die vierte Staffel. So gut. Wissen Bescheid. Warum verdammt nochmal sollte ich sonst hier sein? Vermutlich, weil Nigel Cass dich bezahlt. So läuft das bei Söldnern doch. Wir gehören nicht zu Cass. Er wollte uns töten, verdammt. Wir müssen ihn aufhalten. Dazu brauchen wir deine Hilfe. Kumpel, du weißt nichts. Du hast keine Ahnung, was Cass vorhat und... Los, los, los! Fuck! Ein Albion-Trupp nähert sich dir. Das war wohl nicht gelogen. Fuck, denk nach, Hamish, denk. Fuck, schön. Nimm die Schrotflinten, Digi! Schaff dir Zeit, geh jetzt! Oder nimm die Schrotflinten! Lauf, Digi, Alter, wieso haben die dich noch immer nicht gesehen? Ach du Scheiße! Kannst du nicht irgendwie so eine scheiß verfickte EMP-Ladung machen? Alter. Warte, die kann ich wenigstens deaktivieren. Unbedingt deaktivieren bei Gnorkel hier an, Alter. Mit der FZ. Wow, wieder so ein Einzelschuss, Alter. Was sind denn das für eine Missgeburtenwaffen, Alter? Na komm her da. Na komm, Köpfchen und tschüss. Waren denn nicht eigentlich Fahrer mehr? Also, nur so ein kleiner Grundgedanke. Ich glaube, da waren Fahrer mehr. Ey, nehmen wir einfach das Auto. Ich glaube, das fällt nicht auf, oder? Wenn ich mir das Auto geflattert habe. Ich glaube, da waren definitiv mehr anwesend. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Boah, da haben sie den ganzen Bezirk abgeriegelt, oder was? Die ganze Aufregung hat unserem neuen Freund Hamish überzeugt, dass wir uns gemeinsam um Cass kümmern müssen. Er will kooperieren. Viel zu schnell ging das, viel zu schnell, weil ich war sogar schon Stufe 3 fast.